Hallo und herzlich willkommen zurück hier in 7 Days to Die. Was ihr hier seht, ist die Überreste der Nachthorde. Aber das ist nicht das Einzige. Wir sind jetzt zu dritt. Hallo, Kosika. Hallo. Wie haben sie es in der Bude gemütlich gemacht? Hilfst du mir gerade noch hier den Zombie-Polizisten da an der Garage? Ihr seid ja gar nicht so weit weg. Also da, wo ihr seid, ist eine Stadt, ja? Ja. Ich wollte eigentlich aus dem Sneak-Modus raus und nicht hüpfen, aber egal. Hey, wo ist er denn? Um die Ecke wahrscheinlich. Hörst du ihn doch noch? Hast du da den... Da war doch mal... Woodframe. Ups. Mann, was ist da los mit mir heute? Erst sterbe ich, dann komme ich hier nicht hoch. Da hinten ist noch einer, Vorsicht. Irgendwie hänge ich hier an irgendwas. Oh, da kommt ja noch einer. Noch ein Hund. Also primär Zombies und Hunde. Zombies und Hunde, genau. Polizisten und Hunde. Der hat sich leider zerlegt. Na gut, der Hund ist da jetzt drin, aber. Der Hund ist da drin. Hast du ein paar Frames? Habe ich 9. Kannst du dich mit den Frames da unten auf dieses Vordach runterbauen? Brauche ich nicht. Ich kann ja hier zwischendurch eine Etage runter, geht ja. Die sind doch da unten, oder? Nee, die sind noch eins unten drunter. Da ist auch schon ein Loch, da ist der Hund. Ah, perfekt. Ich sehe es knistern durch die Decke. Könnte etwas schwierig werden. Ich hatte da irgendwo meine Sachen deponiert für die Nacht, aber wo sind sie denn? Ah, da sind meine Sachen. Das sind 2 Hunde. Oh, knapp am Kopf vorbei. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir Krosika ein bisschen von dem Gras abgeben würden. Aber der ist sicher in der Base. Pipebombs wären jetzt toll. Da ist noch ein Polizist. Oh ja. Was? Dicht? Wow, den habe ich weggesnipert. Heil dich lieber, Vince. Da ist ein Hund gerade angerannt gekommen. Noch einer. Ich kann mich nicht heilen. Soll ich dir eine Bandage geben? Wenn ich nach oben was. Sicher. Das sollte jetzt nicht sarkastisch gehen. Ja, hängt das. Schwierig, ihn so beizukommen. Noch vorbeigeschossen. Oh, und bleib bloß da unten.
Gott, hast du mich gerade erschrecken gemacht. Entschuldigung. Schleich dich nicht so an. Das sind drei Hunde oder so. Wie gesagt, Pipe-Bombs wäre nicht was Tolles. Ein Hund weniger. Noch ein Hund weniger. Gehen uns aber aktuell noch nicht aus. Ach, das war ein Feral-Zug, den ich hier drauf geschossen habe. Deswegen war der nicht direkt weg. Ich hab Angst, dass die hier sterben und drauf liegen bleiben. Und wenn ich nicht treffe, sowieso nicht. Das ist so schwierig. Auch noch vorbei. Hält aber einiges aus. Jetzt haben sie den Schrank kaputt gemacht, umso besser. Oder was das war. Wie doch ein Hund. Könnte problematisch werden, wenn wir so viele sterben an der Stelle. Dieser Feral-Zombie, wie viel hält der was? 5 Schuss auf den Kopf. Ich bin jetzt glaube ich schon bei 7. Dann hörst du nicht richtig. Welche Einstellung hast du denn wieder gewesen? Ne? Könnte auch 7 gewesen sein. Auf Kopf. Da ist noch ein Hund mindestens. Hast du noch irgendwo ein Frame? Ich würde nämlich das Loch hier gerne zumachen. Ja, Moment. Warte, ich kann auch einfach eine Couch nehmen, das geht auch. Eine Couch? Du bist ein Head. Ich muss was essen und was trinken. Das sind zwei Feral-Zombies, weiß ich nicht mehr, welche mich jetzt schon total. Ja, aber die sind nicht schlimm. Die sind nicht schlimm. Die halten zwar viel aus, aber erstmal die Hunde, das sind wichtiger. Bringt nicht viel. Dieses Can of Miso. Oh. Polizist, ne? Okay, ich gehe aufs Dach. Das bringt so nichts, wenn ich hinter dir stehe. So langsam. Wieder zu langsam. Hab ich schon mal besser hingekriegt. Ich will den Hund hier weghaben. Griff den von hier oben schlecht. Das sind aber hauptsächlich normale Zombies, oder? Und halt die zwei Feral-Zombies. Der ganze Loot. Aber da kommen wir jetzt nicht dran. Will ich jetzt auch gerade gar nicht dran. Ein Feral-Zombie ist weg. Aber ich. Da ist noch ein Hund. Wir haben gerade angerannt. Hab's gesehen, ich bin hier oben. Pass auf, dass der sich nicht zu dir hochbaut über den. Über die toten Zombies. Jetzt ist er weg. Okay, hier kommt noch ein Hund. Ich wollte gerade sagen, lass es mal runtergehen. Ich glaube, wir haben beide getroffen. Nee, ich habe nicht getroffen. Ey, dabei ist, da knabbert das Auto an. Ich treffe ihn gar nicht. Was hat denn jetzt? Also wenn du Spaß haben willst, Kusika, komm vorbei. Kannst dir nur empfehlen. Oh, nö, nö, nö. Ich kümmere mich da kommt noch ein Hund angerannt. Das ist eine Never-Ending-Story. Ich würde sagen, wir gehen hinten raus.
Hinten raus. Der Hund ist aber, glaube ich, auch noch unterwegs nach hinten raus. Ihr macht das so gut, ihr zwei. Ich halte mich da mal ganz zurück. Hinten gibt es auch kein Sprungbrett. Weißt du, was ich meine? Vorne gibt es ja das Dach. Wir könnten höchstens über die Nachbarhütte raus. Über die Garage. Ach, lass das doch. Da kommt noch einer. Noch ein Polizist. Also ich denke, wir haben hier echt die Heatmap ganz schön aufgeheizt. Ja, das ist jetzt eine never-ending Story, deswegen... Ich guck mal, ob wir Bier haben. Also ich hab 5 Bier. Brauchst du? Eins habe ich hier. Warte, dann gebe ich dir noch 2. So, jetzt sind es 2. So, Bier... Wir lassen das Zeug hier. Das nehmen wir jetzt nicht mit. Moment, ich guck mal, was ich noch hier lassen kann. Ah! Haben Sie schon einen Fruchtweg vorbereitet? Die haben das Rezept für den Muskel im. Ich hab ein wenig Angst. Kannst du da Frames setzen? Ich hab 5 Frames. Okay, das müsste gehen. Hab da zugehört? Nee, sorry. Ja, das Fortschrittsrezept ist geändert. Es gibt jetzt einen Bellow. Geh bitte runter jetzt. Und schnell. Gibt einen Bellow, kann man den bauen. So, und da hinten steht ein Hund, lass den stehen. Okay. Da widerspreche ich dir nicht. Also mit Leder kannst du den bauen, aber den kannst du immer bauen. Ja, das stimmt, sehe ich gerade. Nach Norden ist Heimat. Okay. Also hier müssen wir wiederkommen, wenn da ein bisschen ruhiger ist und mit besseren Waffen. Also eher, wenn es ruhiger ist. Die spawnen irgendwann. Guck mal hier, guck mal hier. Ich bin nicht in deiner Nähe. Dann komm mal her, das ist was... Das ist interessant. Ich komme. Ich kann jetzt nicht. Wir sind in der Aufnahme. Hast du... Nee, dieser Seepoi schwebt hier in der Luft. Oh. Hey, eine fliegende Insel, cool. Ich komme hier nicht hoch. Ein fliegender See. Damit können wir weiter nichts anfangen. Ziemlich steil hier. Insgesamt. Hier kommen wir nicht hoch, hier kommen wir nicht hoch. Nee. Ich buddel mich durch. Ich baue einen Tunnel. Ah, hier geht's hoch. Ah, ist gar nicht so weit. Oh, hier ist eine Hütte. Oh, Zombies. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe keine Munition mehr. Sorry. Ja, Kosika, wir hatten auch die Stadt so weit geplündert. Und alles, was wir da gefunden haben, ist in den Kisten auf dem Dach von dem Haus. Jetzt kommt ihr nicht mehr ran? Doch, doch. Aber wir warten ein bisschen, bis sich Zombies da beruhigt haben. Dass nicht ständig Hunde nachspawnen. Das ist nämlich ein bisschen anstrengend, wenn man keine Shotgun hat. Ja, also es ist eine Never-Ending-Story. Dadurch, dass wir jetzt die Heatmap durch die ganzen Zombie-Tode so aufgeheizt haben, spawnt ein Zombie, eine Zombie-Gruppe nach der anderen. Hier könnten wir mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Irgendwann. Jetzt, wie die das Fortschrittsrezept umgebaut haben, jetzt brauchst du auch noch ganze Steine. Meine Fresse, ey. Ich hab einen Bären gehört. Sollen wir dir ein paar ganze Steine mitbringen? Nee, ich jetzt hier gerade. Wir haben hier diese oberirdischen Felsen hier. Da kloppe ich jetzt noch was von runter. Da kriegst du aber nur die kleinen Steine raus.
Nein, nein, die, ach, also so richtig oberirdische Felsen, weißt du, die richtig auf Steinen sind doch. So richtig. Doch jetzt immer so rausragen, so nach dem Motto. Ah, da ist der Bär. Kämpf gegen einen Zombie. Bleib doch stehen, Schwein. Wollten wir nicht nach Hause? Rennst du wieder rum? Schwein. Ich weiß, ich bin ein wenig abseits. Ich weiß gerade nicht, ob ich überhaupt irgendwas aufgenommen habe. Aber mir sind zu viele Schneezombies auf den Fersen, dass ich mir darüber jetzt Gedanken mache. Ein bisschen abseits. Ja, ich weiß. Ich mach mich ja wieder auf den Weg nach Hause. Ich war fester Meinung, dass du in meiner Nähe bist, aber weit gefehlt. Sehr weit. Ich habe das Ziel fest im Blick. Auf meinem Kompass direkt vor mir. Das Schwein. Echt? Für die werden Schweine auf dem Kompass, gezeigt. Ja. Echt? So einen Kompass will ich auch haben. Das war nicht die feine. Oh, was? Ein Feral-Zombie? Also, was? Kinder und Mädels, so sieht. Nein, das ist kein Feral-Zombie. Ich wiederhole, das ist kein Feral-Zombie. Meldung zurück. Die verwirrt mich. Das war einfach nur so ein hässlicher Zombie. Aber die neuen Zombies sind richtig hässlich. Und die gefallen mir richtig gut. Richtig fies aus. Die mit der Alpha 13 kommen. Ich wollte gerade sagen, hä, die neue Zombies, habe ich noch gar nichts gelesen in den Patch Notes. Und dann kommt so die Ergänzung, die in der Alpha 13 kommen. Ja. Tja, du bist nicht up to date. Du musst das, musst den Blogpost lesen. Okay. Entschuldigen Sie, dass ich immer nur die Patch Notes mit durchlese von der aktuellen Version. Es geht nicht. Kosika, so können wir nicht mit dir arbeiten. Ich merk's wohl. Mit ein bisschen Glück habe ich Fleisch dabei. Ja, habe ich sogar. Eier. Wäre anders schon da gewesen, aber egal. So, ich bring nichts mit. Ich habe alles da gelassen. Ja, genau, wir haben alles da gelassen. Ich hab dann bei den einmal. Bei Erfahrungspunkten bringe ich einige mit. Das reicht ja locker. So, ich brauche nochmal Lederrüstung. Wie ich sehe, sind wir mit Leder ja richtig viel gesegnet. Ich habe das alles eingesteckt. Du Dieb! Wolltest du was abhaben? Ja. Aber erstmal brauche ich was zu essen, ganz dringend. Ja, mittlere. Ne, die ganz linke Kiste, glaube ich, oder? So. Da essen wir uns erstmal voll und dann. Wieder eine Health von 97, das ist gut. Jetzt geht's aufwärts. 98. Zack, zack. 99. Schlag auf Schlag. Irgendwas mache ich richtig. Das und das und das kann ich noch umwandeln. 100, jawoll. Ich habe die 100 wieder voll. Sehr gut. So. Leck. Was wollte ich denn noch? Achso, hier, dein Leder hier. Ich schmeiß das mal hinter dir. Federn haben wir auch keine mehr. Dass wir müssen Federn sammeln gehen, ernsthaft. Oh, jetzt hab ich das Leder wieder aufgehoben. Ja, wir brauchen nochmal Federn. Durch unsere zwei Tode sind, glaube ich, 250 Bolzen abhanden gekommen. Ja. Achso, ich kann gerade nicht reparieren, wenn ich Leder herstelle. Oh, ich bin heute aber auch echt nicht auf dem Damm. Oh, was macht ihr mit eurem Internet? Das leckt schon wieder hier, aber richtig hart jetzt. Gar nichts mehr, jetzt gibt hier gar nichts mehr.
Oh jetzt. Hm? Naja, mega die Auszeit gerade gehabt. Bestimmt so 4 Sekunden oder 5 Sekunden Leck. Ich schwöre hoch und heilig, ich bin gerade nichts am Hochladen. Bei mir auch alle. Nicht. Ich habe sie alle. Ich bin jetzt auch über. Also ich gehe noch raus und nochmal rein. Bei mir leckt es nicht. Was bist du also? Du blockierst den externen Traffic. Hast du den Sand gefunden? Ja, der lag hier irgendwo rum. Du hast unseren Kamin kaputt gemacht. Nee. Du Schuft. Beweise, dass da einer stand. Ich kann dir Erinnerungsfotos zeigen. Von letzten Weihnachten. Der war im Weg. Immer wenn ich die Treppe runterkam, bin ich dagegen gerannt. Ja, das sagen sie alle. Oben ist noch der Schornstein, der Rest. Den kannst du dir noch angucken. Ja. Der hat noch nicht ganz abgetragen. Ach komm, heb mich rum. Ich finde keine Vogelnester. Du brauchst auch noch Schuhe, gell? Okay. Ja. Ihr braucht beide Schuhe, gut, dann stelle ich euch beide Lederschuhe her. So, warte. Du hast Stoffschuhe an, beziehungsweise Wanderstiefel. Ich habe genau, Cloth Boots habe ich an. Cloth Boots. Gebe ich dir hier mal Leather Boots, bitteschön. Sind sogar orange. Also nicht völlig schrott. Ich kann die ja gleich verheizen, die Cloth Boots. Zack, mal rein, zwei. Das kannst du tun, ja. Ich habe noch ein First Aid Kit. Das hat mir leider bei den Stacheln auch nicht geholfen. Hätte. Ich hatte ja keins dabei, aber es hätte mir nicht geholfen. So, das war's auch wieder da. So, ich produziere erstmal Glas ohne Ende, damit wir auch erstmal eine schöne Masse an Brot herstellen können. Das klingt gut. Damit wir dann erstmal so ein bisschen das Hungerproblem erledigt haben, erstmal vorübergehend. Das wäre jetzt sehr egoistisch, nur für mich eine Quest-Chest-Armor herzustellen, aber mache ich einfach mal. War gut, dass ich gerade noch das ganze Leder verballert habe für die Öfen, ey. Die hat uns nichts übergelassen. Das ist richtig, Animal Hide hätte ich euch nicht überlassen. Ja. So bin ich da. Kenn nix. So, das ist der erste Mal. Ich gerade nochmal hier rein. Und ich weiß nicht, warum wir hier Knochen drin liegen haben. Boah. Für die Hunde. Ich wollte gerade sagen, es gibt glaube ich nur einen, der die sammelt. Und B, wusste ich, dass derjenige die Antwort gibt. Für die Hunde. Gut, dann lege ich es mal draußen hin für die Hunde. Und wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, schaut das nächste Mal wieder rein. Ansonsten, bis dahin. Tschüss. Ciao.